Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Gabriel Knight 2 in Englisch. Ja, wir haben in der letzten Folge, wie heißt da, Großberg angerufen, beziehungsweise nicht Großberg, sondern, ja, jemand, der sich halt um sein Vermächtnis kümmert, um sein Geschäft kümmert und so weiter und dadurch eigenes ein paar Sachen erfahren, zum Beispiel, dass der von Eigner den Großberg kannte. Alles deutet auf diese Jagdgesellschaft hin. Gut. Ich bin jetzt etwas ratlos, wo wir als nächstes hingehen können. Können wir jetzt zu Großberg gehen? Ich glaub's nicht, oder? Schauen wir mal, wo noch was blinkt. Irgendwo blinkt doch noch irgendetwas. Im Marienplatz blinkt noch was. Also im Marienplatz haben wir noch was zu tun. Die Frage ist nur was. Ich meine, ich habe das Spiel ja schon gespielt gehabt. Ich weiß ein paar Sachen, die noch kommen. Aber ich bin mir nicht sicher, wann die genau kommen. Ob die jetzt schon kommen oder ob die erst später kommen. Und da bin ich etwas ratlos gerade. Wir werden einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Ah, Gabriel. Komm hin. Hey, Harry. So, gibt's denn hier was Neues? Missing Persons. Ja, da gibt's tatsächlich was Neues. You mentioned the possibility of my using your secretary for research? Anytime. Great. I wouldn't ask, but I need a newspaper search done and my German sucks. No problem. What exactly are you looking for? Missing persons. Actually, missing persons cases that occurred in or near forested areas. How far back do you want to go? 10 years? Mm-hmm. Okay, I can spare her later in the day. We should have it ready for you by tomorrow. Great. Thanks. Gut. Das war auf jeden Fall wichtig. Raussuchen wegen den vermissten Personen. Also Nachforschungen anstellen. I don't have anything else to say right now. Und geben können wir ihnen, glaube ich, auch nicht wirklich was. Nö, das passt. I'm off. See you, Harry. Goodbye. Das zum Beispiel wusste ich schon nicht mehr. Gut, dass wir es probiert haben. I don't think she speaks much English. White sausage. Yum. Können wir kaufen? Wo ist denn der Geldbeutel? I'm not much in the mood for meat at the moment. Ja, okay. Geht nicht. Dann schauen wir mal weiter. Ja, das geht. Okay, dann weiß ich wieder, wo wir genau sind im Spiel. Hallo. Grüß Gott. Cute. Ja, aber der ist isn't there this sound thing, you know, to wake up, you know, in the morning. An alarm clock. Yeah, alarm clock, yeah, richtig. How much is it? Wie viel? 60 marks. Die holen wir uns. I'll take that woodpecker clock. 60 marks, bitte. Ja,
That's all right. I'll take it as it is. Danke schön. Bitte. Der hat irgendwie so eine richtig positive Ausstrahlung, so der freut sich einfach. Das finde ich schön. Aber für so eine Uhr 6 D-Mark. Das finde ich erstaunlich günstig. Weil es sah ja auch noch handgefertigt aus und alles. Da wollen wir rein. So, gibt's hier noch was Neues? I think I've pumped that particular well dry. Aber ich meine, ich weiß, was ich jetzt machen muss, aber kam da nicht noch irgendwo eine Sequenz vorher? Ich hätte es gedacht, da müsste eigentlich noch eine Sequenz kommen. Geh noch mal kurz raus. I think I've pumped that particular well dry. Normalerweise dachte ich, da müsste noch so eine, bevor das ja machbar ist mit dieser Uhr, müsste noch so eine Sequenz, ich bin auch noch am Stottern heute, müsste noch eine kleine Sequenz kommen, dass da jemand aus dem Dienstbotengang reinkommt. It just leads to a back alley. Nice plant. It won't do much good to keep trying it, it's locked. Ich meine, ich weiß, dass ich jetzt da die Uhr da machen, da verstecken kann. Und dann hört sich's irgendwann an, wie wenn es klopft, wie wenn dahinter jemand klopft. Aber da müsste doch eine Sequenz kommen, so dass man das weiß überhaupt, dass da was ist, dass da jemand klopft. Ich meine, ich mach's jetzt einfach mal, aber ich hätte gedacht, das müssten wir einfach. I think I've pumped that particular well dry. Müsste, ja, jetzt. Somebody's at the door. I can hear. So. Und ich dachte, da müsste vorher noch eine Sequenz kommen. Aber irgendwie, keine Ahnung. Egal, jetzt machen wir es halt ohne Sequenz. Everything all right? Everything is fine, Herr Knight. Ja, Xavier kann uns nicht leiden. So, aber wir haben erstmal einen Schlüssel und der Schlüssel, der passt doch bestimmt zu dieser Tür da unten. Xavier's Keys. Warum da keine Sequenz gekommen ist, ich verstehe es immer noch nicht. Egal. So, jetzt kommen wir mal hier runter. Mal sehen, was der Jagdclub denn so in seinen dahinter versteckt hat. Ich meine, ich weiß, dass es in den Keller geht. Kann ich ja ruhig verraten. Das ist jetzt nicht so der Spoiler. I should probably return those keys first, before Xavier notices they're gone. Ah, okay. Erstmal die Schlüssel wieder zurück. Oh, er nimmt's nur wieder. Ja, okay. Selbe Trick wie gerade eben.
Und dann kommen die Schlüssel zurück und wir können endlich diesen geheimen Raum uns anschauen. So, ich warte mal noch mal ganz kurz. Dumm, ist ja überhaupt nicht auffällig, wenn wir hier herumstehen. Möchte wissen, wer das ist. So. Sonst noch eigentlich was hier nothing drin? Nothing there, I need. Nothing. Ja, okay. Also Schlüssel einfach rein und fertig. Everything all right? Everything is fine, Herr Knight. So, aber jetzt können wir uns das geheimnisvolle Zimmer anschauen. Handklappe Ritual Room. Aha, der Ritualraum. Aren't some of these endangered species? Aren't some of these endangered species? Aren't some of these endangered? Ja, das ist schon etwas heftig. What the hell do these guys hunt anyway? Ninjas? What the hell do these guys hunt? Photos of the club hunts. Looks like Von Glauer and Von Zell monopolized the camera. Or the hunts. Photos of the club hunts. Looks like Von Glauer and Von Zell monopolized the camera. Or the hunts. Naja, und dann sogar mit einem Tiger, mit einem weißen Tiger? Photos of the... Oh, schon ziemlich krass. Was haben wir sonst noch alles hier? Just a guess, but I don't think this stuff has much to do with hunting. Ja, da hast du wohl recht. Preis 30 D-Mark. Eigner 1000, durchgestrichen 500. Hennemann 100. Ich muss mit den Leuten reden, damit ich endlich mein Zeug bekomme. Ich muss die Nummer von irgendwas. Preis von Eigner Hennemann. I met them all last night. I wonder what these figures mean. Oh, von Zell. Mr. Knight? Hey. This room is for members. Only. Oh, sorry. The door was open. I'll go up. Wait. I'd better make sure you do not take another unexpected detour. Aha, und das Buch scheint wahrscheinlich von Zell zu gehören. Der ein bisschen aggressiv ist, das hatten wir doch schon in diesem einen Buch rausgekriegt. Mit Aggressivität. Sava, kommen Sie! Das würde gar genau auf ihn zufallen, oder? Von Zell? I found the basement door unlocked and Herr Knight below. Perhaps you could keep a better eye on the keys of the future. I will, Baron von Zell. Und warum reden sie jetzt auf Englisch? Ja. So, aber ich würde sagen, wenn er schon da ist, können wir ihn auch mal ausquetschen. May I speak with you, Baron von Zell? Yes. What is it?
So, ja, erzähl mal was über dich selbst, hätte ich gesagt. Ich will mal ein bisschen mehr von dir erfahren. So, what do you do for a living, Baron von Zell? For a living? My family is in banking, Herr Knight. What do you do for a living? Me? I'm a writer. A writer? How aggressive of you. Banker. Okay. Erzähl was über den Club selber. Club seems to be an exciting place. Do you all travel much as a group? No. Really? You don't hunt abroad? We are all very busy men. Now, isn't that odd? Okay, ein bisschen mehr über den Club erzählen, bitte. So, how do you like the club? Herr Knight, if you wish to learn about the club, you should keep your mouth shut and observe. Okay, und Hunting? I take it you're particularly fond of hunting. I notice the photographs downstairs. You and the Baron sure do get around. We are the best. You may find that out for yourself someday. Oh, I'm anxious for us to hit the field. I have a feeling there's a lot I could learn from you. You may find yourself more challenged than you can imagine. True. I don't get in as much practice as I'd like, and hunting's like any other sport. The more you do it, the better you get. Bullshit. Hunting is a matter of the spirit, of will. So it is. However, Evan could see that von Glover and I have had more practice than the others in the club. We used to hunt together quite a bit. Used to. You don't hunt together anymore? No, not often. Okay, erzähl noch was über das Jagen, wenn wir schon dabei sind. Are you and von Glau too busy to hunt much these days, or have you all fallen out? I suppose I've simply outgrown him. Really? In what way? You wouldn't understand. Oh. Okay, was haben wir? Erzähl was über die anderen. Ich glaube, da wird er nicht mitmachen, aber trotzdem erzähl mal was über die anderen. How about telling me about the other club members? I have a better idea. Why don't you tell me about yourself? Like what? For example, why are you in Munich? Oh, I'm just vacationing and thought I'd stop by on my way through. Really? And where are you staying in Munich? Outside of town a ways. Which suburb? I'm on a farm, actually. And you know, I don't remember the name of the area. Probably couldn't pronounce it anyway. Yes. Quite curious for someone with a supposedly high Germanic background. Yep. I guess going out and making your mark on the rest of the world will do that to a family line. Wie wird er auf den schwarzen Wolf reagieren? Have you ever heard of the Black Wolf? No. Er hat noch nichts drüber gehört, sagt er. Ja, gut. Erzähl was über die Trophäen im Keller. You mentioned that y'all don't go on hunting trips abroad. We do not. But those trophies in the basement, y'all really have white tigers in Germany or lions? The majority of what the club hunts are far more common species, Herr Knight. The trophies in the basement are exceptions. And they were obtained quite legally.
You misunderstand me, Baron Von. I think not. In any case, the basement is not public territory. And its contents are, therefore, none of your concern. Of course, I do apologize. As a guest of this club, the why you are a guest of this club is a mystery to me. But as a guest, perhaps you should limit your prowling and sniffing to areas which you are offered openly by those who belong here. You're so right. Ja, doch, ziemlich aggressiv. Passt in das Buch, was Grace Gabriel mitgegeben hat. So, ja, und hier würde ich dann auch sagen, machen wir mal Schluss und in der nächsten Folge weiter. Würde jetzt von der Zeit her gut passen. Gut, so machen wir's. Dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.